Ja, ich liebe die Gemeinde von ganzem Herzen. Schön bist du da. Ihr kommt immer ein bisschen zu spät und bleibt ein bisschen länger. Aber die Liebe ist da. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, jeder hat ein Plätzchen gefunden. Mein Name ist Hans-Jörg Stadelmann und wir sind in der Serie rein, David sein Leben. Und heute kommen wir zum Kernstück, nämlich der Kampf David gegen Goliath. Selbstverständlich werden wir das jetzt dann nachspielen da. Also, wenn ihr euch berufen fühlt, dann könnt ihr euch schon mal überlegen, welche Rolle das ihr wollt. Nein, macht es nicht. Es kommt noch so ganz ein grosser Goliath, gell? Ja, es ist eine der bekanntesten Geschichten im Alten Testament, zweifelslos. Also, wenn die Leute auf der Straße fragst, Arche Noah kennen die meisten, Garten Eden sagt ihnen etwas, und dann kommt ziemlich bald mal David gegen Goliath. David gegen Goliath, absolute Heldengeschichte. Und ich werde eine Kurzpredigt halten heute. Wir haben nur 15 Punkte. Ja, damit haben wir dann ausgerechnet, das ist 2 Minuten pro Punkt. Also wenn ich dann merke, jetzt rutscht er hin und her und so, dann mache ich vielleicht ein paar Gümpli. Aber die Geschichte ist so gehaltvoll, so lehrreich. Und es ist eine Botschaft, die dir zeigt, wie du deine eigenen Goliaths in deinem Leben kannst besiegen kannst. Und eins ist sicher, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, Goliaths werden sich dir in den Weg stellen. Halleluja. Und eins ist auch sicher, du hast alle Macht, um die Goliaths zu besiegen. Ich werde jetzt gerade beten, zum Start nochmal mit uns allen, dass die Botschaft dir eine Antwort ist, eine Anleitung, eine Strategie, gerade direkt vom Himmel für dich, in deine Situation hinein, damit du siegreich bist und deine Goliaths umnieten tust. Amen. Wir wollen Goliaths umnieten. Goliaths haben eine Bestimmung. Sie sollen besiegt werden. Für das sind sie geboren. Halleluja. Vater, ich preise deinen Namen über den Morgen, über alle Menschen, die Botschaft hören. Und wir haben dein Eingreifen nötig. Wir brauchen deine Hilfe, wie der David auch. Wir sind nicht stark aus uns selber. Und schon gar nicht in diesen Herausforderungen, die von uns zukommen, können wir nur mit deiner Macht und mit deiner Stärke meistern. Darum laden wir dich hier, Heiliger Geist, dass du zu uns redest. Wir öffnen unsere Herzenstür und bitten um ein klares, prophetisches Wort in unser Leben hinein. Amen. Amen. Also, ein bisschen in den Hintergrund. Es ist alles im Samuel 17 beschrieben. Samuel 17. Der David, immer noch im Teenageralter, geschätzte 12 bis 15 Jahre alt. Er hat wahrscheinlich noch keinen Flum gehabt, da. Er ist immer noch als Bub angeschaut worden. Ein Knabe. Ein sehr gut aussehender Knabe. Aber eben eigentlich noch als Kind. Und in dieser Zeit war Israel im Kampf, belagert worden von seinen Feinden. Hauptfeinde waren Philister. Und das heisst da in Kapitel 17, 1. Samuel, die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich auf Socho in Juda und lagerten zwischen Socho und Aseka bei Ephis Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und da habe ich euch eine kleine Karte präsentiert. Links seht ihr gerade beim Benjamin unten dran einen roten Punkt. Das ist etwa, wo der Kampf stattgefunden hat, etwa 25 bis 30 Kilometer nordwestlich von Bethlehem, am Geburtsort von Jesus Christus, ist dann das Tal gewesen, wo wir rechts haben. Und ich sehe da in der Mitte hat es ein Flüsschen gezeichnet und dann eben die Bäume, die Harzbäume, die sehr viel hatten, sind etwa 10 Meter gross geworden, einen dichten Wald dort unten. Und Israeliten auf der einen Anhöhe und Philister auf der anderen Anhöhe. Könnt ihr euch vorstellen? Und die Situation war die, dass Philister die Israeliten provoziert haben. Sie haben sie mächtig provoziert. Und zwar während 40 Tagen haben die Philister ihren grössten Mann, den Goliath, rausgeschickt und er hat die ganze Reihe der Armee der Israeliten verhöhnt, am Morgen und am Abend, und hat sie zum Zweikampf herausgefordert. Jetzt müsst ihr euch einmal das vorstellen. 40 Tage lang stellen sich beide Armeen auf eine riesige Machtdemonstration. 40 Tage lang, am Morgen und am Abend, eine Parade. Und der Goliath kommt führen und verhöhnt das Volk Gottes.
Jetzt wollen wir mal schauen, wie der Goliath etwa ausgesehen hat. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit dem Namen Goliath aus Gath. Er war 6 Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Webbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israel zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein. Und so weiter. Und ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann, lasst uns miteinander kämpfen. Das war die Situation. Also jetzt das noch übersetzt. Also der war rund 2,90 Meter groß. 2,90 Meter groß. Sein Panzer hat 57 Kilo gewiegt. Allein seine Speerspitze aus Eisen war 7 Kilo. Und er hat dich, oder besser gesagt, Israel zum Kampf aufgefordert. Hast du das Monster vor dir? Zudem kommt ja noch, dass die Israeliten nicht einmal Eisen hatten. Die Israeliten sind ja noch in der Bronzezeit gesteckt, während die Philister bereits mit Eisen hantiert haben. Und es heisst einem Samuel, wenn irgendein Israelit hat wollen, seinen Eisenpflug schärfen, hätte er zu den Philister gehen, hätte er zum Feind gehen und der Feind hat ihm dann wahrscheinlich für einen extrem hohen Preis das Eisen geschliffen und das Eisen gemacht, geschmiedet. So war es. Total unterlegen sind sie gewesen. Und das ist die Situation. Und damit die Botschaft auch etwas mit dir zu tun hat, ist es eigentlich wichtig, dass du, falls du einen Goliath hast, dass du ihn benennst. Es ist nicht gesagt, dass du jetzt aktuell einen Goliath hast, aber es ist sicher, dass du irgendjemanden kennst, der einen Goliath im Leben hat, den er mal umnieten sollte. Und ich habe mir dann auch überlegt, was sind so die Goliaths gewesen in meinem Leben? Und es sind also einige. Und was ich einfach kann bezeugen, ist, der Kampf wird immer einfacher. Der Feind wird zwar eigentlich stärker, aber weil du durch deine Kampferfahrung immer mehr Erfahrung hast und weißt, wie du kannst gewinnen, wirst du mit der Zeit immer siegreicher sein und die Goliaths, obwohl sie sich mächtig auftürmen, werden vom Tapet gefegt. Also wenn ich zurückdenke an meine Anfänge, sind meine Goliaths gewesen, die natürlichen Sachen vom Fleisch, wie Sucht, wie Unreinheiten, wie Gedankenstrukturen, die sich wie Goliaths bei mir aufbauen haben. Und ich dachte, ich werde das nie überwinden. Das wird extrem schwierig. Und ich habe gekämpft und gemacht und da. Aber siehe, eines Tages habe auch ich den flachen Stein geworfen und der Goliath ist umgefallen. Im Namen Jesus besiegt worden. Und ich konnte ihm den Kopf abschneiden mit seinem eigenen Schwert. Das werden wir noch sehen. Und haben sie gehabt. Halleluja. Und so ist es sicher auch bei dir. Goliaths stellen sich dir in den Weg, aber wie ich am Anfang gesagt habe, Goliaths haben eine Bestimmung, nämlich, dass sie besiegt werden. Und von dir. Und ein Goliath zu besiegen, ist eine schöne Beute für dich. Der David hat den Kopf mit heim genommen und die Waffensammlung auch und hat das alles schön aufgestellt. Ist eine schöne Beute. Ein Goliath. Es ist weitergegangen bei mir und ich habe noch einige Goliaths gehabt und ein letzter Goliath, also nicht der letzte wahrscheinlich in meinem Leben, aber einer, der sich bei mir immer wieder aufbauen hat, war einfach ein Hindernis gewesen. Und das ist jetzt nicht mehr um mich persönlich gegangen. Meine ersten Goliaths sind noch eher um mich und meinen Charakter gegangen und meinen Wandel mit Gott. Ist der Goliath, dass der Feind Gottes, der Goliath, Jüngerschaft und Nachfolgschaft Jesus verhindert in unserem Land. Dass wir keine Multiplikation sehen von Jüngern. Dass sich alles irgendwie auf einem kleinen, überschaubaren Plätzchen stattfindet, in den Kirchen. Vielleicht ab und zu mal jemand zum Glauben kommt und der führt vielleicht wieder mal jemand zum Glauben. Aber die absolut biblische, krasse Dimension, die wir in der Apostelgeschichte sehen, wo das so explosiv ausgeht und der gesamte Erdkreis erreicht wird, das ist ein Goliath, wo es zu besiegen gibt. Und ja, auch da haben wir den Stein geschleudert. Wir haben ihm den Kopf noch nicht abgeschlagen, aber er ist schon sehr am Taumeln. Wenn er nicht schon umgekehrt ist. Und das ist das, was in den letzten 2-3 Jahren passiert ist, wo ich gesehen habe, wie Menschen zum Glauben kommen, die echte Jünger sind, die wieder andere bejüngern können.
Taufen, die verheben, Jünger, Wiedergeburten, die so mächtig sind, dass die Leute in neue Sprachen beten und dann nachher das Evangelium verkünden, den Kranken die Hände auflegen, sie heilen und selber auch wieder anfangen zu taufen und sie jünger machen. Das ist ein Goliath und den sind wir jetzt als Church momentan am Ummieten. Amen. Und wie gesagt, Goliath hat eine Bestimmung, er will besiegt werden. So, was ist dein Goliath? Was ist dein Goliath? Ist es eine Bedrohung? Es kann eine Bedrohung sein. Etwas, das dir das Leben raubt. Es kann eine Beziehung sein, wo du drin steckst, wo unglücklich ist. Ich denke jetzt nicht einmal unbedingt an eine Liebesbeziehung. Es kann auch eine Liebesbeziehung sein, aber auch sonst einfach Beziehungen zu Menschen, wo irgendwo Unfrieden drin ist. Zu deinen Eltern, zu Brüdern, zu Schwestern, zu deinem Chef. Beziehungen, die schwierig sind zum Ordnen. Es kann dein Gemütszustand sein. Du kannst unter Schwermut leiden, unter Eifersucht oder anderen Gemütszuständen, wo eben nicht Frieden, Freude und Gerechtigkeit ist. Es kann eine Sünde sein, eine Gebundenheit, wo du einfach nicht los wirst. Es kann aber auch ein Umstand sein, ein Lebensumstand, wo du eigentlich reingespült worden bist, wo dich bedroht und dir das Leben raubt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass du einen Goliath kannst benennen oder irgendetwas vor Augen hast, wo du jemandem anderem kannst helfen mit dieser Botschaft, weil wir werden uns Zeit nehmen und die Strategie von David anschauen. Ready? Ja, und die grossen Schlachten werden dann gewonnen, und das sehen wir beim David überall, das sehen wir auch beim Josef, das sehen wir auch beim Mose, das sehen wir überall, sogar bei Jesus, sehen wir das, dass jeder einmal klein anfängt. Und einmal die kleinen Feinde muss besiegen und sich im Kleinen kann bewähren. Das ist ein biblisches Prinzip. Eigentlich darum ist jede Herausforderung in deinem Leben ist ein Segen. Egal, ob sich dir eine Ameise in den Weg stellt oder ein Goliath. Jede Herausforderung ist ein Segen in deinem Leben. Amen. Und dient dazu, um dich stark zu machen. Dient dazu, um dich vorbereiten, um dein Herz zu formen, um dir auch Kampf Geschick geben, aber auch Barmherzigkeit und Erfahrung. Also gibt es irgendeine Herausforderung in deinem Leben, die dir nicht zum Guten dienen kann? Die Antwort ist nein. Kannst du das von Herzen sagen? Weil ab dem Moment, wo du zu Jesus Christus kommst, gilt, alle Dinge, alles, dient dir zum Guten am Ende des Tages. Freihändig geschätzt, Römer 8. Alles, was Gott in dein Leben zulässt, dient dir zum Guten. Amen. Also das heisst mit anderen Worten auch Herausforderung. Sind ihr bei mir? Kannst du sagen, danke Herr für den Goliath, den du jetzt siehst? Kannst du das sagen? Danke für den Goliath, wirklich von Herzen. Ja, ich weiss, es ist schnell, es geht schnell, der Prozess. Und du denkst vielleicht, ja, Edge, wenn du wüsstest, was mein Goliath ist, würdest du nicht so reden. Aber es ist ein biblisches Prinzip. Jede Herausforderung dient zum Guten. Und Gott lässt nichts in deinem Leben passieren, wo nicht er am Schluss verherrlicht ist und du gestärkt bist im Namen Jesus. Amen. Also, lass uns doch rein schauen. Und zwar, dein Sieg über den Goliath im Kapitel 17, Vers 15 lesen wir, dass währenddem, dass Israel im Kampf war, der David weit, weit weg war. Er war nämlich am Schäflihüten wieder einmal. Er hatte eigentlich zwei Jobs. Einerseits war er am Hof vom Saul und hat ihm dient mit Worship und hat Dämonen vertrieben. Da haben wir letzte Woche darüber geredet, in der Kraft der Anbetung, hat der Titel geheissen. Und hat einen genialen, herausfordernden, abenteuerlichen Job gehabt, weil immer, wenn der König manifestiert hat, ist er gekommen, hat auf seiner Harfe gespielt und der Geist Gottes ist gefallen. Und gleichzeitig hat er aber immer noch müssen oder dürfen die Hai und Papi helfen, auf die Schafe aufzupassen. Und genau in dieser Situation war er. Und was der David auszeichnet und was auch dich und mich auszeichnen soll, was uns auszeichnen soll, ist eine Dienstbereitschaft. Wenn du möchtest einen Goliath besiegen, wenn du eine grosse Schlacht schlagen willst, dann bist du nicht jemand, der sich die Aufgaben aussucht. Ja, das gefällt mir nicht, das mache ich nicht, das kann ich nicht. Sondern, was man von David lernt, er hat die absolute Ja-Mentalität gehabt. Yes, we can. Wer hat das gesagt?
Oder heisst es «Make America Great Again» oder «It's only Sturin» mit diesen Wahlslogans. He? Bob der Baumeister hat gesagt, ja, wir schaffen das. Das hat aber auch wieder jemand anders gesagt. Also lassen wir Politik beiseite und versuchen einfach mal zu sagen, ja, ja, ja. Und es ist wirklich egal, ob du auf der Straße läufst und du siehst irgendwie irgendeinen Fötzel, irgendetwas Grusiges am Boden und du hast den Impuls, liest das auf, räum's weg. Dabei weisst du, es nützt gar niemandem etwas. Dann erst kommt und er bricht wieder ans gleiche Ort an. Aber wenn es der Heilige Geist sagt, dann mach's. Es sind die kleinen Sachen und es sind die grossen Sachen. Und der David hat diese Mentalität gehabt. Er hat einfach grundsätzlich ein dienstbereites Herz gehabt. Und das sollst du auch haben. Du sollst nicht ein Rosinenpicker sein und nur in gewissen, unter gewissen Umständen dienen oder bereit sein, sondern grundsätzlich soll deine Antwort auch ein Ja sein. Der hat nämlich einen Job bekommen von seinem Vater und den hat er auch ohne zu murren ausgeführt. Er durfte zu seinen Brüdern aufs Schlachtfeld gehen, hat ihnen ein Pausenbrötchen bringen und am obersten hat er Käse bringen. Und so ist er von der Schafweide überhaupt in die Situation hineinkommen, nämlich mitten in den Schlachtreihen, wo der Goliath wieder mal das Volk Israel verhöhnt hat. Man weiss nicht zum wievielten Mal, aber eben wie gesagt, 80 Mal war es vorgesehen, 40 Tage lang morgen und am Abend. Der David hat verantwortlich gehandelt, in allem, was er gemacht hat, auch wieder ein absolut biblisches Prinzip. Ich sehe das da drin im Vers 20. Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Oder? Er nahm die Geschenke und ging, wie ihm Isai geboten hatte. Einerseits sehen wir es hier im Vers 20, dass der David in einem Nebensatz heisst, er ist nicht einfach auf und davon gestürmt und hat gesagt, oh, jetzt müssen die Schäfli schauen, sondern er hat die Arbeit, die er dran war, hat sauber abgeschlossen und hat sich am Nächsten gewidmet. Und ein bisschen später, Vers 34, lesen wir auch, erfahren wir auch, dass der David auch seine Schäfli höchstpersönlich bewacht hat. Gegen die Löwen und gegen Bären hat er gekämpft. Das werden wir noch im Detail anschauen, hoffen wir es. Und das ist auch so eine absolute Voraussetzung für jemanden, wie grosse Schlachten schlagen, handeln verantwortlich. Und zwar in jedem Alter. Ob du ein Kind bist, ganz ein Kleiner, oder ob du schon denkst, ich habe mein Leben schon gelebt, jetzt sollen mal andere. Handle verantwortlich in allem, was du machst. Sei bedacht, sei überlegt. Denk ans Ende deiner Handlung, wenn du irgendetwas machst. Denk an Konsequenzen, was passiert, damit man dir auch Sachen kann anvertrauen kann und nicht jeden einzelnen Schritt muss erklären muss. Das gilt übrigens auch fürs Arbeitsleben. Es ist nicht cool für einen Vorgesetzten, wenn der Mitarbeiter kommt und jeden Schritt fragt, was muss ich jetzt machen, wie muss ich jetzt das machen, kann ich das machen, darf ich das machen, soll ich das machen. Das hat man nicht gern als Vorgesetzter. Ein Vorgesetzter schätzt es, wenn du kommst und sagst, schau, ich habe das und das Problem angetroffen, kleiner Vorschlag, können wir das so lösen. Oder? Du kommst mit einem Vorschlag, du bist proaktiv und du bist verantwortlich, du denkst mit, du machst die Sache zu deinem eigenen Projekt. Oder Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Nach mir kommen aber auch, oder es kommen aber auch Mietling, also Leute, wo die Herde gar nicht ihnen gehört. Aber Jesus handelt so, wie die Herde ihm gehört, wie sie auch ihm gehört. Und der David ist eben auch einer, der so gehandelt hat, auch wenn ihm etwas anvertraut worden ist, wie wenn es ihm gehören würde. Verstehst du den Punkt? Also wenn du einen Job annimmst, wenn dir dein Chef eine Aufgabe gibt oder du machst in der Church irgendetwas oder irgendjemand bietet dich vom Welcome-Team, könntest du mir nicht noch helfen, begrüßen oder so, dann mach es, wie wenn das deine eigensten Gäste wären und das wäre deine Stube. Du machst jeden Auftrag zu deinem eigenen und handelst verantwortlich. Amen. Das sind so Vorbereitungs-Charaktergeschichten und der David ist wirklich in dem hinein voll gelaufen. Er ist dann, wie gesagt, eben in die Schlachtreihe gekommen. Ist gerade die Situation wieder gewesen. Er kam zur Wagenburg, Vers 20, als das Heer gerade auszog, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen. Einmal mehr haben sie müssen antreten, total demoralisiert natürlich. Und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten, wahrscheinlich haben sie nicht mehr so laut geschrien. Und Israel und die Philister stellten sich auf, eine Schlachtreihe gegen die andere. Und jetzt, Vers 22, da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe. Und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen.
Was mir da einfach gefällt, ist auch wieder so ein kleiner Nebensatz. Jetzt passiert etwas im David rein. Sein Auftrag war was? Was war sein Auftrag? Pausenbrötchen bringen. Oder? Jetzt kommt er aber dort rein und er merkt, hey, da geht es ein bisschen mehr als um die Pausenbrötchen. Da ist wirklich ein Problem. Die sind demoralisiert. Da hat es einen Philister, der verhöhnt uns. Und jetzt ist der David wieder in dieser Verantwortlichkeit rein. Er hätte einfach seine Brötchen abliefern und wieder gehen, oder? Pizza Delivery, 20 Franken und tschüss. Aber er hat es irgendwie ganz anders angeschaut. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat gefunden, ey, ich habe viel zu viel Gepäck, ich muss es mal deponieren, damit ich mir ein Bild von der Lage machen kann. Und das ist eben auch wieder ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du willst gegen einen Feind kämpfen und Goliath hast in deinem Leben rein, oder? Etwas, was dich bedroht, etwas Genanntes, etwas, was du jetzt vor Augen hast, dann ist es generell wichtig, dass du nicht zu viele Sachen mit dir rumschleppst, sondern dass du mal die Sachen kannst ablegen kannst, die dich nur schwer machen und die dich nicht flink machen. Oder? Also er hat seinen Rucksack abgelegt. Also, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo in einer Beziehung stehst und die Beziehung ist beschädigt und du solltest das in Ordnung bringen und das ist dein Goliath, oder du hast ich bleibe jetzt mal bei der emotionalen Sache mit der Beziehung, dann ist es wichtig, dass du nicht gleichzeitig 3 neue Fronten aufreissest oder vielleicht einen extrem schwierigen Fall, wo dich so oder so beschäftigt, im Geschäft oder so, auch noch annimmst, sondern dann ist wichtig, dass du halt deine Lasten ableihst, dass du ausgeschlafen bist, dass du gesund isst, dass du fit bist und Sport machst, damit du deine Lasten kannst ablegen, was nicht gut ist, damit dich auf das Problem kannst konzentrieren. Und das sagt Jesus ja auch, oder? Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Ja, ist noch hart, oder? Aber er sagt, er ist offen und sagt, es gibt Probleme, es wird Probleme geben, aber schau, dass du nicht mehr Last trägst, als wirklich nötig ist. Und das ist jetzt meine Frage an dich. Welche Lasten kannst du jetzt ablegen? Welche Lasten musst du jetzt nicht tragen? Hast du es vielleicht schon gewusst? Vielleicht bist du überverantwortlich oder hast Helfersyndrom oder sonst irgendeine Panne und du trägst Lasten, die du nicht tragen sollst. Leg es ab, damit du den Goliath kannst besiegen. Amen. Ja, wir kommen schon bereits zum Punkt 4. Ich glaube, ich bin gut in der Zeit. Huhuhu. Der David hat den Auftrag von seinem Vater vor Augen. In all dem hinein, in all dem riesen Kriegsgewümmel, in dieser aufregenden Situation, hat er immer einen klaren Verstand. Und im Vers 22 heisst es eben, nochmal, da liest David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckshüters, lief zur Schlachtreihe und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Jetzt könnte es ja auch sein, dass der David so eingenommen ist von dieser Situation, von dem Problem, dass er einfach alles wieder vergisst. Ich meine, das kann ja schnell mal passieren. Aber auch da wieder ist einfach bereits ein Charakter geformt worden bei dem jungen Mann, dass er gewusst hat, hey, ich muss das machen, was der Vater mich beauftragt hat. Und in dem Innen hat er aber sich trotzdem nicht ablenken lassen oder hat sich auf das eine nur konzentriert, sondern hat es eben weise gemacht, er hat sich frei gemacht, er ist beweglich geworden, er hat können schauen, was ist eigentlich los und er ist nur straks zu seinen Brüdern gegangen und hat ihnen Pausenbrötchen gebracht. Gerade wenn jemand viel zu tun hat, wenn du viel zu tun hast, wenn du in einer Schlacht, einen Kampf um dich herum tobt, dann könntest du an 10'000 Orten könntest du anfangen zu schräubeln und machen und tun und du müsstest überall sein. Und das ganz grosse Geheimnis, das man von Jesus lernt, er hat immer auf den Vater im Himmel geschaut. Er hat diese Beziehung gehabt, er hat die Beziehung aufrechterhalten, jederzeit, von Geist zu Geist, von Herz zu Herz und hat immer gewusst gehabt, was der Vater im Himmel von ihm will. Und das hat er gemacht, das heisst auch im Johannes 5,19, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also wenn du jetzt in dem Ding drin bist, in deinem Problem drin stehst, dann ist eine ganz wichtige Frage, was tut der Vater jetzt?
Und wenn dir diese Frage schwierig ist, weil du gar nicht mehr connected bist in dem ganzen Wirrwarr, dann steh einen Schritt zurück und such Verbindung. Such Verbindung und frag dich, was ist überhaupt mein Auftrag? Was soll ich jetzt machen? Was ist der Wille von Gott? Zum Beispiel, wenn du eine Beziehung hast, wo du flicken sollst. Was will Gott? Du kannst dich auch fragen, was würde Jesus machen? Und dann bist du ziemlich schnell beim Auftrag vom Vater und den unbedingt vor Augen behalten. Das ist ja interessant, was wir da beim David alles herauslesen können. Und das sind alles so kleine Vorbereitungsschritte. Und ihr werdet sehen, es ist kein Geheimnis. Der eigentliche Kampf von David, der ist 30 Sekunden gegangen. That's it. Ein Stein, 3-4 Mal geschwenkt, bang, geflogen, getüpft, tot, umgekehrt. Aber die Vorbereitung für den Kampf ist in vielen, vielen, vielen kleinen Schritten gegangen. Und so ist es auch ja in deinem Leben. Wenn du jetzt die grossen Kämpfe schlägst, dann ist der Kampf und die Strategie und wie es dann wirklich passiert, das ist eine relativ kurze Sache. Aber die Vorbereitung, dich als Kämpfer vorbereiten, deinen Charakter zu formen, deinen Glauben zu stärken, das ist das, was Zeit braucht. Yeah. Und dann kommt ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Also jeder wird das ein bisschen anders gewichten. Ich finde den super wichtig. Nämlich der David hat, nachdem er das Wichtigste gemacht hat, wofür er gesendet wurde, ist eben Pausenbrötchen gebracht, geschaut, wie es den Brüdern geht, das Pfand genommen, wie es der Vater gesagt hat, hat er angefangen, die Situation zu ergründen. Und ich lese da ab Vers 26, oder schon ein bisschen vorher, 24, eben, er hat es wieder verhöhnt und so, oder? Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchten sich sehr. Ich meine, jeden Tag das gleiche Trauerspiel. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Und dann sagen sie, darum, wer ihn schlägt, dem will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben. Und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da redete das Volk wieder zu ihm und sprach, das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt. Und sie sagen ihm wahrscheinlich zum dritten Mal, schau, der Goliath umnietet, der wird Königstochter heiraten und er wird am Hof vom König sein. Und es ist schon interessant, dass David x-mal nachfragt. Er will x-mal wissen, was ist eigentlich Belohnung. Und er hat ja die Situation schon erfasst, dass eben der unbeschnittene Philister die Schlachtreihe verhöhnt und er hat sich ein klares Bild. Und das ist auch wichtig, wenn du den Goliath besiegen willst. Wird dir bewusst, was ist denn die Belohnung, wenn du den umhaust? Angenommen, eine Anfechtung kommt auf dich. Eine Anfechtung und du denkst, es ist so schwierig, ich kann kaum widerstehen, es ist so schwierig. Stell dir zwei Fragen. Was würde passieren, wenn du siegreich wärst? Und zweitens, was würde passieren, wenn du nicht siegreich wärst? Was wäre der Preis, den du müsstest zahlen, wenn du in die Sünde hineingehst? Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, um motiviert gegen den Feind zu kämpfen. Du musst wissen, was die Konsequenzen sind vom Sieg, sowie auch von der Niederlage. Und die Zeit ist knapp für das alles, aber gerade im Jakobus heisst zum Beispiel, wer widersteht im ersten Kapitel, wer widersteht, der wird die Siegeskrone überkommen. Und wenn du Sünde überwindest und wenn du Goliath besiegst, dann wirst du vom Jesus Siegeskrone bekommen. Und die wirst du natürlich in Ewigkeit bekommen, aber die wirst du auch schon jetzt bekommen, weil der David ist eigentlich schon mit der Siegeskrone rumgelaufen. Sie war nicht sichtbar gewesen. Sie hat vielleicht ein Hirtenhütchen angehört, ich weiß nicht, was er auf dem Kopf hat. Auf jeden Fall war es sicher keine Krone gewesen. Aber innerlich hat er schon so viel Siege errungen, indem er seine Schäfchen geschützt hat, indem er Dämonen vertrieben hat vom Saul, indem er Dienstbereitschaft war, indem er demütig war, indem er sich nicht provozieren lassen hat, hat sich nicht reizen lassen, hat einen Charakter gehabt. Der Mann ist rumgelaufen wie ein König.
Er hat eine Würde gehabt, die Würde von einem Sieger. Und das ist meine Frage: Hast du die Würde von einem Sieger? Hast du die Würde von einer Siegerin? Weil das steht dir zu. Wenn du den Feind besiegst, wenn du wieder stehst, wenn du deine Goliaths umnietest, die kleinen und die grossen Herausforderungen souverän nimmst, in der Kraft Gottes, dann hast du eine Würde. Amen. Und wer will auf die Würde verzichten? Niemand. Weil das ist sehr, sehr kraftvoll, wenn du auftauchst und in der unsichtbaren Welt sehen sie gerade, aha, da kommt ein Sieger. Da kommt eine Siegerin. Da kommt jemand, der Dämonen austreiben kann. Da kommt jemand, der Kranke heilen kann. Da kommt jemand, der das Evangelium verkünden kann. Da kommt jemand, der Früchte vom Geist hat. Der einen verwandelten Charakter hat von Jesus Christus. Ich stelle mir das immer so vor, das wäre jetzt die... das wäre jetzt zum Beispiel, das wärst du, oder? Du läufst da so, oder? Sichtbar. Und dann hätten wir das gleiche Bild noch unsichtbar unten, oder? Das wäre eigentlich dein geistliche Ebenbild. Oder? Siehst du? Da bist du, du läufst auf der Langstrasse, gemütlich umeinander. Und unten dein unsichtbare Gegenbild. Dämonen heisst, sie glauben auch an Jesus und fürchten ihn. Also, die unsichtbare Welt, da wird ja sicher Susanne noch mehr darüber erzählen am Seminar, die nimmt dich wahr. Und wenn du wiedergeboren bist und wenn du siegreich läufst, erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann läufst du da gemütlich auf der Langstrasse, klack, 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 oder in dein Büro rein. Und unten dran, weißt du, wer läuft mit? Jesus. Klack, 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 klack. Überall, wo du hingehst, kommt Jesus mit und er läuft und Dämonen flüchten. Und das ist eben der Power von David. Weil er hat die Krone, die Siegeskrone angekommen. Er hat die Situation ergründet und er ist sich klar darüber gewesen, was passiert, wenn er siegt, wenn er den Goliath umnietet. Und er ist sich aber auch klar darüber gewesen, was würde passieren, wenn er den Goliath nicht würde umnieten. Was würde passieren? Sie würden vernichtend geschlagen. Und der David hat schon gewusst gehabt. Er hat schon noch ein bisschen mehr gewusst als die anderen. Weil er ist nämlich zum König über Israel gesalbt worden. Vor dem. Er hat eine Identität gehabt. Und er hat gewusst, dass das auf keinen Fall passieren darf. Das hat ihn so gestärkt. Und auch du bist gesalbt vom Höchsten. Du bist ein königlicher Priester, heisst es im 1. Petrus. Du hast eine Identität, die gewaltig ist. Du hast einen Ruf, der gewaltig ist. Du bist berufen zum Eingreifen und nicht einfach die Augen verschliessen. Daher, ergründet die Situation. Dann sind die ersten Probleme auftaucht im Vers 28. Und zwar, ich sage jetzt mal, Problem nicht vom Feind, sondern vom vermeintlichen Freund. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du herabgekommen? Bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Oder? Also da haben wir es ja wieder. Wir wissen ja, er hat es in gute Hand gegeben. Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du hergekommen. David antwortete, was habe ich denn nur jetzt getan? Es war ja nur ein Wort. Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorherige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldet man es dem Saul und er ließ ihn holen. Also jetzt ganz wichtig. Wenn du gegen den Goliath willst ankämpfen, dann kann es auch sein, dass du sozusagen Probleme überkommst aus der eigenen Reihe. Also ich habe jetzt gerade wieder jemanden gehört, ist nicht im Kanton Zürich, es ist eher ein bisschen im Westen. Familie, die Hälfte von der Familie will Nachfolger von Jesus sein. Wenn du wirklich das Werk von einem Jünger aufnehmen, in der Erfüllung, in der Wiedergeburt laufen, die Kraft der Wiedergeburt laufen. Und der Rest der Familie hasst sie für das. Sie werden abgelehnt. Weil sie sind religiös unterwegs waren und alles war so schön. Und jetzt haben die den Tick drin und wollen als Jünger von Jesus leben. Das sind Anfechtungen, meine Lieben. Und es gibt genug Leute, die diesen Anfechtungen erliegen. Wenn du Moslem bist und du willst Jesus Christus nachfolgen, mach dich mal bereit, dass deine Familie dich verstoßt. Dasselbe übrigens auch zum Teil bei den Buddhisten. Mach dich mal bereit auf das. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und
Anfechtungen kommen, und sie kommen dort meistens, was am meisten wehtun, nämlich von der eigenen Familie. Versteht ihr das? Und beim David war es genau so. Und die Vorwürfe, die ihm gekommen sind, die waren so haltlos gewesen. Wir wissen es. Erstens mal, wir sehen ja hinter Kulissen, wir kennen die ganze Geschichte. Erstens mal, seine Schäfe waren in guten Händen. Und zweitens mal ist er sicher nicht gekommen, um die Schlacht anzuschauen. Also ich sehe mal die Lügen, die da über ihn ausgegossen worden sind. Und die Lügen, die haben Kraft. Und viele, viele Menschen werden genau an dem Punkt, obwohl sie kampfbereit sind, wieder zurückgeschlagen, weil ein Angriff kommt von einer Seite, die sie es nicht erwartet hätten. Aber er hat sich nicht ablenken lassen. Und daher auch du, lass dich emotional nicht ablenken. Lass dich emotional nicht ablenken vom Ziel. Amen. Schreib dir das wirklich fest auf. Lass dich nicht ablenken emotional. Der David hat es auch nicht gemacht. Die Familie, die zwei, die jetzt als Jünger leben wollen, mein Freund, der mit ihnen unterwegs ist, hat mir gesagt, er hat ihnen gesagt, ja, sollen sie jetzt, er hat ihnen einfach gesagt, sie sollen auch jetzt bei der Wahrheit bleiben. Sie können ja nicht die Wahrheit verändern, nur weil ihre Familie dagegen ist, oder? Ganz ein einfacher Rat. Und wir werden schauen, wie das dort weitergeht. Also, lass dich emotional nicht ablenken. Und der beste Weg dazu ist natürlich, was ist das Mittel dazu? Das weiterschauen und vergeben. Vergebung. Vergebung ist ganz wichtig. Nur weitergehen und sagen, ja, die da hinten, keine Ahnung, und jetzt gehe ich einfach meinen Weg. Das verhärtet die Front. Aber ich bin sicher, der David hat ihnen einfach vergeben. Aber er hat auch gewusst, es hat jetzt überhaupt keinen Sinn, lange mit ihnen zu diskutieren, sondern er hat sich abgewendet und ist genau wieder an den Punkt gegangen, wo er vorher schon war. Nämlich, er hat schon wieder wissen, hey, was ist da los und was ist Belohnung? Er hat es schon wieder wissen. Und jetzt ist etwas Spannendes passiert. Jetzt hat er das dreimal gemacht und hat ja total Interesse gezeigt. Also er ist total engagiert auf dem Schlachtfeld gewesen, oder? Und jetzt heisst es da, da antwortet ihm sein Volk wie zuvor, als man die Worte hörte, die David sagte, offensichtlich hat er dann etwas gesagt darauf, meldete man es dem Saul und er ließ ihn holen. Also das ist vielleicht, hat sich abgespielt, ich sage jetzt mal, innerhalb von einer Stunde etwa, würde ich jetzt mal schätzen. David kommt aufs Schlachtfeld, legt seinen Rucksack an, liefert ein Brötchen ab, fängt an ergründen, fragt dreimal, was ist los, der Bruder macht ihn noch fertig. Es ist ihm egal, er fragt wieder. Und durch sein Engagement, durch seine Lebendigkeit, hat er sich unterschieden von allen anderen, die dort waren. Und er ist gesehen worden und schon wieder hat man ihn zum Saal gebracht. Und das ist eigentlich super cool, auch für dich. Und da will ich jetzt wieder einfach auch auf dich anspielen, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, was auch immer. Der beste Weg, um auf dich aufmerksam zu machen, im positiven Sinn, und David hätte das nicht einmal wollen, weißt du? Das war ja nicht sein Ziel gewesen, aber es ist ein Nebeneffekt. Der beste Weg, um auf dich aufmerksam zu machen, ist selbstlos dienen. Verantwortung übernehmen, dienstbereit sein und handeln. Lösungen anbieten. Und zwar eben nicht, um selber eine grosse und eine Beförderung zu bekommen, sondern weil du das irgendwie zu deinem eigenen machst. Und automatisch wirst du gesehen werden. Du wirst gesehen werden und du wirst promoted von Gott oder von Menschen. Das ist einfach nur ein kleiner Nebentipp für alle, die befördert werden wollen. Und wenn es dann nicht geht, wenn es eher nicht befördert wirst, dann wirst du entlassen, weil es gut bist. Und die Leute haben Angst vor dir. Aber dann ist das Klima auch nicht das Richtige gewesen, zum Dienen. Flappzeit, oder? Dann wirst du halt einen neuen Job annehmen. Aber wieder mit dem gleichen Herz. Wir machen weiter, flitzen weiter. Wir haben ja nur noch 8 Punkte. Jetzt, im Vers 32, geht es eigentlich so richtig los. David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Also der David bietet sich jetzt an, nachdem er alles ergründet hat. In dieser Zeit hat es ihm im Hintergrund hat das schon irgendwie angefangen zu arbeiten. Und ihm ist klar geworden, durch den Vorlauf, hey, ich muss es machen. Er bietet sich an. Und da ist mir natürlich Jakobus, über die ganze Situation steht für mich Jakobus 1,2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ich in mancherlei Anfechtung geratet.
Also der David hat im Grunde genommen, ich sage jetzt nicht, dass er leichtfertig sich gefreut hat, aber er hat eine geistliche Freude gehabt. Weil er hat gewusst gehabt, da ist eine Anfechtung, also wir sind angefocht als Volk, da ist eine Herausforderung. Und er hat gewusst gehabt, hey, niemand nimmt das. Keiner von diesen Schlümpfen wagt sich. Das ist meine Chance. Und das ist eben auch die Mentalität, wenn Anfechtung auf dich kommt, wenn Probleme kommen. Weil das ist deine Chance, um dich zu zeigen. Das ist deine Chance, zum Charakter zu zeigen. Das ist deine Chance, zum Gott zu dienen. Dann, wenn es am kältesten, am härtesten, am windigsten ist, am eisigsten. Dann, wenn es richtig wehtut und gefährlich ist, dann kannst du anfangen zu leuchten. Amen. Weil es heisst da, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren wirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also der David hat sich angeboten, das Problem zu lösen. Halleluja. Sehr stark. Dann kommt eigentlich wieder ein Widerstand, das mal aus der eigenen Reihe wieder, einmal mehr. Der Saul sagt ihm natürlich, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Ja, also hat er sich eigentlich nicht abwimmeln lassen, David, aber der Feind ist wieder gekommen und hat ihn entmutigen. Wir wissen ja schon aus dem Timotheus, der Paulus hat dem Timotheus auch müssen sagen, hey, nicht wegen dem, nicht aufgeben, weil du noch jung bist. Wegen deinem jungen Alter soll dich niemand verachten, sondern meine Kraft ist in dir mächtig. Und die Weisheit da drin ist, das Problem, das du jetzt lösen sollst, wirklich, ob es in der Erziehung ist, in Beziehungen, Sünden, Gefangenschaft, das Problem, das du jetzt lösen musst, gibt 10'000 Gründe von sich, warum es unlösbar ist. Das Problem sagt immer, ich bin unlösbar. Ich bin unlösbar, ich bin unlösbar, ich bin unlösbar. Der Saul sagt auch, nein, das ist gar nicht möglich, du bist ja ein kleiner Bub, vergiss es. Aber Jesus sagt, um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, zum Problem, hebt dich weg von hier dorthin und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Amen. Also lass nicht das Problem zu dir reden, sondern red du zum Problem, red du zum Berg und sag, du elender Berg, verschwind im Namen Jeshua Mashiach. Du blödes Problem, du nervige Sache, du schlimme Gebundenheit, verschwind im Namen Jesus Christus. Amen. Also lass dich nicht abwimmeln. Und dann kommt auch wieder ein sehr cooler Punkt, nämlich der Vers 34. Und da heisst es, David aber sprach zu Saul, oder? Und hat ihm dann Begründung gegeben, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf, der Herr, der hinwegtrug, da lief ich ihm nach und schlug ihn, entriss es ihm aus seinen Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, also wenn sich dann der Löwe noch gewehrt hat, ergriff ich ihn beim Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat ein Knecht erschlagen. Und jetzt kommt er, und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Das gehört zum Punkt 10, dass der David auf seine Stärken baut. Wenn du den Goliath besiegen willst, der dir jetzt im Weg steht, dann brauchst du nicht eine neue Waffe, die du noch nie gebraucht hast, sondern in dem, wo du bereits gelaufen bist, in dem, wo du bereits Sieg gehabt hast, in dem wird dich Gott weiterführen. Und darum ist es für dich so wichtig, dass du dich erinnerst, wenn du vor einem Problem stehst. Ja, wo bin ich denn hergekommen? Wo bin ich denn vor 2 oder vor 3 Jahren gestanden? Wo bin ich vor 10 Jahren gestanden? Und wo stehe ich jetzt? Und plötzlich siehst du, Gott hat so viel in deinem Leben gemacht. Du hast so viel Sieg errungen. Du hast eine ganze Liste von Löwen und Bären, die du eigenhändig am Bord genommen hast und gepackt hast und besiegt hast, dass dich das stärkt für die neue Herausforderung. Amen. Seine Stärke, und das ist eben das Spannende, am David seine Stärke ist genauso wichtig wie Gottes Stärke.
Es gibt Kämpfe, wo Gott alles macht. Es gibt Kämpfe, die du nichts machen musst, wo Gott alles macht. Gerade besonders bei den Frischtauften. Sie haben so eine Hingabe und sie wollen aufhören rauchen, Beispiel, oder? Und sie legen ihre Zeuge ab, bekennen es, bereuen es, werden getauft, sind frei. Haben nichts dazu beigetragen, Anführungszeichen. Haben nicht müssen überwinden, haben nicht müssen kämpfen, sind einfach frei geworden. Das sind wunderbare Siege und das schenkt Gott immer und immer wieder. Siege, wo du nichts dazu beitragen kannst. Aber es wäre falsch zu meinen, dass die meisten Schlachten laufen so ab. Sondern die allermeisten Schlachten laufen so ab, dass du bringst etwas rein und Gott bringt etwas rein. Du gibst dein Bestes rein und Gott gibt sein Bestes rein. Und zusammen gehen wir in den Sieg, stimmt's? Sonst hätte nämlich der Goliath einfach einen Herzstillstand gehabt. Bang! Nicht einmal müssen einen Stein anlangen. Aber es hat David gebraucht, und der David hat seine Lektionen müssen reinbringen. Daher, bau auf deine Stärken, wird dir bewusst, wo Gott dich schon gebraucht hat. Und du kannst sicher sein, dass er dich auch in Zukunft wird brauchen. Und ganz klar, am David seine Motivation sticht ja raus. Es ist nicht um ihn gegangen, es ist nicht um die Königstochter gegangen, sondern letztendlich ist es da auch um Gott gegangen, weil der Goliath hat den Gott verhöhnt. Von den Israeliten, sein Gott, sein Vater im Himmel hat er verhöhnt. Und da hat er gesagt, das geht nicht, jemand muss Verantwortung übernehmen. Dann Vers 38, der Saul ist dann überzogen. Und da kommt schon die nächste Herausforderung. Weil Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf, legte ihm einen Schuppenpanzer an. Danach gürtete David sein Schwert über seinen Kleider, bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Also, der Saul ist dann einverstanden, dass jetzt der Knabe geht und er denkt natürlich, komm, ich gebe dem das Beste, was ich habe, meine eigene Rüstung. Und ich meine, der König bietet dir seine Rüstung an. Und da ist eine weitere Stärke von David, die einfach nur aus einem langjährigen, ich bewundere ihn für sein Alter und für die Reife, die er hat. Da ist so eine Stärke, weil er hat die Rüstung müssen ablehnen. Er hat gemerkt, es geht nicht. Und ich meine, man hat es ihm nicht verübel genommen, wenn er eingeschüchtert gewesen wäre und dachte, okay, gut, ich muss es jetzt machen mit dieser Rüstung halt, oder? Aber er ist aus dieser Konservendose rausgestiegen und hat gesagt, ich kann nicht darin gehen und ich bin es nicht gewohnt. David legte es ab und er nahm einen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach, legte es in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche, und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Also absolut gewaltig. Der David hat gewusst, wer er ist. Und auch für dich, ein Klick nach vorne. Bleib dir treu und leb in dem, was dir Gott schon gibt, besonders in deiner eigentlichen Identität als Sohn Gottes. Es ist gut, auf Ratschläge zu hören. Ich gebe euch nicht den Tipp, ignoriert alle. Aber schlussendlich, du musst entscheiden und du musst Verantwortung tragen und bleib in dem, was Gott dir gezeigt hat. Bleib dir treu. Nicht auszudenken, wenn der David an dem Punkt gefallen wäre und in dieser Konservendose sich am Goliath genähert hätte. Freunde haben dann eigentlich wieder ablenken. Also du siehst, die Ablenkung gegen den Goliath, die kommt vom Feind selber, die kommt von Freunden, die kommt von überall her. Aber am David sein Geheimnis war, er war fixiert. So schaust du auf Jesus, Auge in Auge mit Jesus Christus, und du wirst die richtigen Entscheidungen können treffen. Also er hat seine Strategie gehabt, hat sein Zeug gepackt und läuft auf den Goliath los. Und der fängt an, ihn zu verhöhnen, Vers 43. Und der Philister sprach, da verachtet er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich, von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David und bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels geben und den Tieren des Feldes. Also extrem krass. Und es ist wirklich vor dem Morgenkund, sagt man ja, ist die Nacht am dunkelsten. Und das war jetzt wirklich der krasse Moment, wo der Feind einmal richtig durchgespannt hat
Und der kleine David kommt mit seinem Hirtentäschchen und der Philister macht ihn voll fertig. Und so ist es auch mit deinem Goliath. Kurz bevor du ihn besiegst, wird er nochmal richtig durchziehen und wird dich fertig machen und wird dich verdammen und wird dir alles übel anhängen, damit du ja nicht in den Kampf ziehen tust. Aber lass an dem Punkt nicht look, lass dich nicht vom Feind einschüchtern, weil ein Goliath ist geboren für was? Zum besiegt werden. Halleluja. Der Goliath ist geboren, zum besiegt werden. Und Goliaths in deinem Leben sind da, zum besiegt werden. Aber sie wehren sich natürlich. Und der David reagiert dann, indem er die Wahrheit ausspricht. Und auch das sollst du machen, wenn du an einen Goliath herankommst. David sprach zum Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, mit Speer, mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter den Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Krasse Wort. Also, sprich zum Feind, prophezei seinen Untergang. Sprich über die Sucht und sag: Du Sucht, du kommst unter meine Füße. Ich laufe jeden Tag über dich mit Schlangen und Skorpion. Ich lebe in Freiheit und deine Kette wird mich nie mehr können packen. Im Gegenteil, ich werde andere befreien aus dir, aus dieser Sucht raus. Fang an, zum Feind zu sprechen und prophezei den Sieg von Jesus Christus über deinen eigenen Goliath. Amen. Das ist ein wichtiger Punkt. Du Schuldenberg, ich sage dir, du verschwindest im Namen Jesus Christus. Ich werde sparsam sein, ich werde arbeiten, der Herr ist für mich da. Ich werde all meine Schulden zurückzahlen und ich werde grosszügiger sein als die meisten Menschen, die ich kenne. Amen. Das ist mal eine Prophezeiung. Du kaputte Beziehung, ich spreche dir Leben in im Namen Jesus. Wir werden versöhnt sein, wir werden eins sein, wir werden zusammen am Herrn dienen. Und du Feind, wo die Beziehung zerstört hast, fahr ab im Namen Jesus. Und zu deinen Kindern sagst: Und du böse Feind, wo meine Kinder geraubt hat, wo meine Beziehung zu meinen Kindern zerstört hat, dass sie im Ungehorsam laufen und weg sind von dir, ich zerstöre dich im Namen Jesus Christus, du bist siegt am Kreuz von Golgatha, ich hole meine Kinder zurück und Seite an Seite werden wir dienen nach Jesaja 54. Amen. Oder so und ähnlich. Tönt ihr einfach wirklich dem Feind einfach die Wahrheit entgegenstellen. Und zwar, eben, 40 Mal haben sie es gemacht, Tag und Nacht, Morgen und Abend, haben sich die Schlachtreihe gegenübergestanden. Der David hat es einmal gemacht, aber schäm dich nicht, wenn du auch öfters musst am Feind widerstehen und ihm wirklich ins Gesicht schauen und sagen: Schau, das sind Fakten. Jesus ist der Herr, Jesus ist Sieger. Amen. Sprich die Wahrheit aus über den Feind. Und dann, 14. Punkt, handeln, wie Gott dir das zeigt, Vers 48. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen, auf den Philister zu. Und David steckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und er erschlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er, trat auf den Philister, nahm dessen Schwert, zog es aus der Scheide und tötete ihn, schlug ihm den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Halleluja! Was mich da begeistert ist, der Aufwand, den David betrieben hat, um den Goliath zu töten, der war minim. Es ist ein Stein und ein Hirtentäschli. Jeder hätte das können. Jeder hätte einen Stein des Hirtentäschli nehmen. Und wo er dann umgefallen ist, hat er ja nicht einmal eine Waffe gehabt. Hat er noch die Waffe vom Feind genommen und mit seiner eigenen Waffe hat er ihm den Kopf abgeschnitten. Halleluja. Und so ist der vollkommene Sieg, den Gott dir schenkt. Nämlich dann, wenn du auf Gottes Strategie hören tust. Ich meine, es gibt doch immer die Rätsel, oder? So ein Mann liegt im Lift am Boden und irgendein Regenschirm neben ihm oder so. Was ist passiert, oder? Kennen die? Kann man so rätseln. Und das ist doch auch ein Rätsel, oder? Ein Hirtenbub,
tötet den Goliath. Er liegt am Boden und sein Kopf liegt daneben. Was ist passiert? Das ist Gottes Weisheit im Kampf. Und so ist Gottes Weisheit, wie er dich wird führen, wenn du deinen Goliath wirst umnieten. Es wird göttlich sein, es wird eine göttliche Strategie sein und es wird einfach sein und es wird schnell sein und es wird effizient sein und der Feind wird vernichtet sein. Amen. Ich habe euch einmal erzählt, wie ich dann aufgehört habe rauchen. Die Geschichte habe ich euch einmal erzählt. Wer hätte das gedacht, dass Gott so einen Weg wählt, um mich auf einen Schlag frei zu machen? Das kann ich euch jetzt nicht erzählen. Aber ihr könnt in euer eigenes Leben hineinschauen. Dort, wo du auf Gott gehört hast und in seiner Strategie gelaufen bist, hat er dir den Sieg gegeben. Amen. Warum soll er dir jetzt dein Goliath, der nur da ist, damit du ihn besiegst, wo nur da ist, damit Gott Ehre hat und dass die ganze Welt erkennt, Jesus Christus ist Herr, und dein Umfeld erkennt, warum sollte der dir widerstehen können? Es ist ausgeschlossen. Halleluja. Glory, glory. Also, Gott schenkt dir den Sieg und ich hoffe von ganzem Herzen, ich konnte dir helfen, den einen oder anderen Punkt reinspielen. Und das Wichtigste ist, dass du jetzt anpackst, dass es nicht einfach eine gute Predigt war, sondern dass du jetzt anfängst zu handeln und dich vom Heiligen Geist zeigen lässt, was ist dein nächster Schritt. Wo hast du vielleicht etwas übersehen? Wo musst du nochmal zurückgehen? Was ist als nächstes dran? Pack es an, sei siegreich und es macht wirklich Freude. Leute, es macht wirklich Freude, weil wir sind berufen zum Siegen. Halleluja. Ja, ich würde gerne beten und am liebsten bei dir, dass wir jetzt einfach auch uns fokussieren, unsere Augen auf den Herrn richten. Halleluja. Ja, im Namen Jesu, wir wollen dienstbereit leben. Ich will verantwortlich handeln. Ich will keine unnötige Last tragen. Ich will den Auftrag vom Vater vor Augen haben. Ich will Situationen und Konsequenzen ergründen. Ich will mich nicht emotional ablenken lassen. Ich will so handeln, dass ich ein Licht bin. Ich biete mich an, das Problem zu lösen im Namen Jesus. Ich lasse mich nicht abwimmeln. Ich baue auf die Stärken, die mir Gott gegeben hat, mit ihm zusammen. Ich bleibe mir und Gott treu, die Identität, die er mir gegeben hat. Ich lasse mich nicht vom Feind einschüchtern. Ich spreche die Wahrheit über den Feind und die Situation. Ich handle so, wie Gott es mir zeigt. Und ich gebe dir für den vollkommenen Sieg, Jesus Christus. Halleluja. Vater,